Im letzten Teil der Taktiken des Raumkampfes von Star Trek Online haben wir gezeigt, dass ein erfolgreicher Captain Energiewaffen verwendet, um gegnerische Schilde zu schwächen und die Schiffshülle zu offenbaren, um diese mit Photon-Torpedos oder anderen Projektilwaffen zu vernichten. Ein guter Captain erkennt die Schiffstypen und weiß, diese zu besiegen. Ein Cruiser als Tank, Wissenschaftsschiffe als Unterstützung und Eskorten für den Schaden. Das Konfigurieren der Schiffssysteme, Waffen und Brückenoffiziere ist ebenfalls entscheidend für den militärischen Erfolg. Ein Captain ist nur so gut wie sein Schiff und seine Crew. Energiemanagement ist ebenfalls ein sehr wichtiger Aspekt im Raumkampf von STO. Dein Schiff hat nur begrenzt Energie und du musst entscheiden, welche Systeme du versorgst. Die Waffen, die Schilde, der Antrieb und die Hilfssysteme. Wenn du zum Beispiel viel Energie in die Waffen steckst, wird man mehr Schaden erzeugen. Wenn man mehr Energie in die Schilde lenkt, nimmt man weniger Schaden. Man hat nur eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung, ausgehend vom Antrieb des Schiffes. Je nachdem, was man vorhat, ist die Verteilung der Energie unterschiedlich. Die Verteilung braucht ein wenig Zeit. Das bedeutet, man kann nicht sofort die Energie von einem auf das andere System umlenken. Man muss vorausdenken. Früher oder später wird ein Schiff beschädigt und muss repariert werden. Wie stellt man das am besten an? Wisst ihr, beim Entwickeln von Star Trek Online wollten wir sicherstellen, dass der Spieler Spaß hat. Und es macht wirklich keinen Spaß, auf die Brücke zu gehen, in den Maschinenraum zu wandern und auf ein paar Konsolen herumzuhämmern, um die Systeme zum Laufen zu kriegen. Im Spiel laufen diese Sachen im Hintergrund ab. Wir wollen den Spieler direkt in der Action lassen und sicherstellen, dass nur die wichtigsten Entscheidungen euch obliegen. Wie die Schildenergien umleiten oder den Schaden vereiteln. Die Fans haben sich gefragt, ob es Entertruppen geben wird. Eine Antwort, ja, das wird es. Die Art, wie die Entertruppen funktionieren, ist wirklich simpel. Man nimmt ein Schiff ins Visier, startet seine Shuttles, diese fliegen zum Gegner und wenn sie nah genug sind, beamen sie Sicherheitsoffiziere an Bord des Gegners. Welche sich durch das Schiff kämpfen, Subsysteme des Schiffes deaktivieren und die gegnerische Crew töten und so die Effizienz des Schiffes verringern, ohne direkt die Schilde oder die Hülle zu zerstören oder Fähigkeiten zu behindern.